Genau jetzt. Ein bisschen Sport hinge auch gut. Die Sportsendung wird auch von der Gruppe Mutuelle präsentiert. Versichert, genau jetzt. Guten Abend und herzlich willkommen. Das ist die Sendung Sport auf Kanal 9. Heute mit den Schwerpunkten Eishockey und Volleyball. Hier sind diese Themen in der Übersicht. Verstärkung gesucht heisst jetzt beim EHC Visp. Darum hat man die letzte Woche zu einem Tryout eingeladen. Déjà-vu für die Tabea Dalliard. Zum dritten Mal ist die Volleyballerin von Merl im Schweizer Cup-Final gestanden. Und zum dritten Mal hat der Gegner Volero Zürich geheissen. Mit Leib und Seele lebt der Werner Augsburger für den Volleyballsport. Früher als Nationalligaspieler, heute als Geschäftsführer vom Schweizer Verband. Beim EHC Visp arbeitet man fleissig an der sportlichen Zukunft. Sobald man neue Halle einzieht, will man bald einmal wieder zu den besten Teams von der Swiss League kehren. Eine Top-Mannschaft aufzubauen, das geht aber nicht von heute auf morgen und ist eine grosse Herausforderung für den Verein. Gefragt sind die Routiniers, aber junge, hungrige Spieler. Ein Mittel, für Sättigung zu finden, ist ein Tryout. Sehen wir hier einen zukünftigen Spieler vom EHC Visp? Oder vielleicht unter dem noch hier? Die Playoffs sind für den Oberwalliser Swiss League Club früh zu Ende gegangen. Dem Sportchef Bruno Egerter bleibt noch keine Arbeit, für das Kader für die nächste Saison zusammenzubringen. Darum sind die letzte Woche Spieler von fast allen Ecken von der Schweiz für Probetraining in die Liternenhalle gekommen. Beim zweieinhalbtägigen Tryout ist zum Beispiel der Cyril Bischofberger mit dabei. Der 19-Jährige ahnt von Anfang an, was noch erwartet. Ja, jetzt sicher viele gute Spieler, junge, die alle mit dem gleichen Ziel da sind, um sich präsentieren von der besten Seite. Und ja, hat sicher grosse Konkurrenz rum. Ja. Einen kleinen Vorteil hat der Sascha Zeiter. Zum einen, weil er beim EHC Visp gross geworden ist und die Verhältnisse kennt. Zum anderen, weil er schon vor dem Tryout anderthalb Wochen mit der Erstmannschaft hat davon mittrainieren. Der 23-Jährige will nach drei Saisons beim Erstligist EHC Saastal nochmal den Sprung in die Swiss League schaffen. Das höhere Niveau, das höhere Tempo, mehr Professionalität sicher, mehr Trainings. Jetzt hier in der Liternenhalle Stimmung, vor allem auch in den Playoffs. Und das ist sicher super, euch das reizt mich sehr. Zweimal täglich stehen die Spieler auf dem Eis. Das geht an die Substanz eines Kandidaten. Ja, ist man sicher froh, wenn man nachher heimgehen kann. Vor allem jetzt gerade, wo es nicht unbedingt mehr so gewohnt ist, Ende Saison, ist man meistens nicht mehr so viel auf dem Eis. Oder zweimal auf dem Eis, man ist sicher hart, aber es ist für alle das Gleiche und alle die gleichen Voraussetzungen. Also einfach durchbeissen. Nach den ersten zwei Tagen ist die Zwischenbilanz von Sascha Zeiter positiv. Er ist sich sicher, dass er ein paar Akzente hat mega setzen. Die Chanceauswertung hingegen lässt noch zu wünschen übrig. Die Spieler haben sich auf dem Eis recht schnell aneinander gewöhnt. Gleichzeitig stehen sie natürlich in Konkurrenz zueinander. Gemeinsam ist alle zusammen die Hoffnung, aber auch die Ungewissheit, was die eigene Chance angeht. Es ist wirklich schwer zu sagen, weil es sind mega viele gute Spieler und es ist die Frage, was sie suchen. Oder? Ob sie einen Spieler suchen, der technisch, läuferisch gut ist oder einen, der Checks fertig fällt für die vierte Linie. Darum ist es schwer zu beurteilen und wie viel das sie überhaupt nehmen. Darum ich kann es wirklich nicht sagen. Sorry. Als nicht schlecht bezeichnet der Cyril Bischofberger seine Leistung nach zwei Tagen. Auch wenn er noch zu wenig in den Abschluss sei gegangen. Intensiv ist die Tryout-Zeit für den Sportchef. Innerhalb kurzer Zeit müsste Bruno Egerter einen Haufen Eindruck verarbeiten. Die Stärken und die Schwächen von einem Spieler richtig einschätzen. Am schönsten wäre, wir könnten es eine Woche machen und auch genug Zeit für Erholung zu haben. Weil man hat jetzt auch gesehen, selbst in diesen zweieinhalb Tagen, also wenn die sich das nicht so gewöhnt sind, hart zu trainieren und viel nacheinander, die sind jetzt heute im zweiten Mal spielen schon ziemlich auf den Nüsse gewesen. Aber man sieht dann halt wirklich auch, wer ist zu Weg. Und das andere muss man halt nachher auch irgendwo noch herausfinden mit Video und so von den einzelnen Spielern, die dann wirklich in Frage kommen. Am dritten und letzten Tag sind die Spieler nochmal voll gefordert. Bei diesem Test geht es um Geschwindigkeit, Geschicklichkeit, Reaktionsfähigkeit und Spiel mit und ohne den Böck. Und das alles natürlich auf Zeit.
Unsere zwei Spieler machen hier einen guten Follow. Am Schluss spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, ob der Kandidat tatsächlich einen Vertrag bekommt oder nicht. Der Cyril Bischofberger ist am Ende des Tryouts auf alle Fälle zufrieden. Ja, ich hatte gerade ein Gespräch mit dem Trainer und das Feedback war eigentlich echt gut, positiv. Und ja, eben, es hat Spass gemacht, die zwei Tage oder drei halt mit den Tests. Und ja, ich kann mit einem guten Gefühl heimgehen. Der Sascha zeigt dir jedenfalls, weiss, was er dieses Mal anders würde machen, wenn er dann tatsächlich noch mal eine Chance in der Swiss League verkäme. Wenn ich jetzt noch mal würde kommen, würde ich sicher probieren, frecher zu spielen, offensiver, auch ein paar Goal mitzumachen. Und dann, wenn ich gespielt habe, war immer nur vierte Linie, vielleicht einmal dritte. Eventuell dann vielleicht, wenn es gut läuft, vielleicht mal weiter vordringen. Der Moment, weil eine Schicht vereinsverantwortlich und nicht zu fast in die Karten schauen. Wer dank dem Tryout euch tatsächlich die nächste Saison im Fischberdress aufläuft, ist noch offen. Mehr als einer oder zwei darf es aber kaum sein. Die Entscheidung, ob eine Saison top oder flop ist, geht für viele Schweizer Volleyballteams diesen Tag. In der Meisterschaft laufen die Playoffs auf Hochtouren. Und über Ostern hat man die Cup-Sieger gesucht. Beim Freien-Final hat schon Oberwalliserin Hoffnungen auf die Goldmedaille machen. Freiburg, Halle Saint-Léonard am Samstag kurz nach Mittag. Die Tabea Dalliard und der Neuchâtel Universität Club, kurz NÜG, sind bei der Matchvorbereitung. Für die Mehrjahre ist schon der dritte Schweizer Cup-Final für ihre Karriere. Routine kommt gleich kein auf. Also es ist immer etwas Spezielles. Ja, ich bin nervös, aber es ist eine gute Nervosität. Und ja, ich glaube, jedes Mal, egal wie viel das Cup-Final ist, immer etwas Spezielles und ein Highlight von der Saison. Kurz vor dem Match die Nationalhymne. Ein letzter Moment von der Konzentration. Von Anfang an ist der Volero Zürich, der dem Spiel den Stempel aufträgt. Die Tabea Dalliard und ihre Teamkolleginnen kämpfen um jede Balle, vielfach aber ohne Erfolg. Unsere Basis war, dass wir ihre Annahme können unter Druck setzen und destabilisieren. Und das ist nicht aufgegangen. Und zwar nicht, weil wir schlecht serviert haben, wir haben gut serviert, aber sie haben einfach wahnsinnig gut angenommen. Und das hat uns recht viele Optionen genommen, weil nachher im Angriff, das wissen wir da, das ist Glück, wenn wir ab und zu mal einen verteidigen können, weil da sind sie einfach eine Etage höher. Die Taktik von Neuenburgerinnen verfährt also gegen den Haushochfavorit nichts. Die Zürcherinnen geraten nie in Gefahr, auch nur einen einzigen Satz abzugeben. Für den Göpsig 2018 darf sie Volero Zürich feiern. Für die Spielerinnen von NÜG gibt es kleine Standing Ovation von ihren Fans. Der Tabea Dalliard bleibt im dritten Cup-Final die Silbermedaille. Nur könnte man meinen. Die Silbermedaille ist natürlich stolz. Das hat nicht jeder. Während der Meisterschaft oder auch im Cup eine Medaille bedeutet immer sehr viel und ich bin sehr stolz darauf. Mit der Finalleistung von Libera ist der Trainer zufrieden. Die Mehrjährige kehrt zur Führungspersönlichkeit im Team. Spielt auch schon seit Jahren in der Nationalmannschaft. Und gleich ist sie erst 23. Das Ende von Entwicklungsmöglichkeiten ist noch lange nicht erreicht. Volleyball ist allgemein sehr ein mentaler Sport. Ich glaube, das können alle Spielerinnen noch weiter ausbauen. Gerade als Libero ist sehr wichtig. Der Bea ist dort schon auf einem sehr guten Niveau. Dass sie gleich immer organisiert, weiter ihre Annahmelinie tut aufbauen. Und nachher ist klar, Konstanz ist sicher etwas. Und ich glaube, auf dem Niveau, wo sie jetzt ist, wird der nächste Anspruch sein, fehlerfrei zu spielen. Und ja, ich freue mich, das nachher von außen mitzuerleben. Der Silvan Zindl ist nächste Saison nämlich nicht mehr Trainer von NÜG. Er wechselt zum Verband und wird ersetzt durch das Australierin Lauren Bertolacci. Und sonst kommt es zum Umbruch im Team. So gibt zum Beispiel die Mandy Wicker ihren Rücktritt. Und die Besetzung von Auslanderpositionen ist noch offen. Bleiben tut die Tabea Dalliard. Die Libera hat für eine weitere Saison geschrieben. Eigentlich genau wegen dem, weil sich eben viel verändert hat. Ich dachte, ich wollte gerne bleiben. Weil wenn man immer wieder ins gleiche Schema kommt, ist das nicht immer gut. Und wir sollten in unsere Komfortzone kommen. Und auch, dass halt Lauren kommt, die neue Trainerin, hat mich auch recht motiviert zu bleiben. Und ich glaube, es wird mich recht weiterbringen. Und darum habe ich euch unterschrieben. Ganz fertig ist die aktuelle Saison aber noch nicht. Ab dem Donnerstag kämpft Neuenburg gegen Franche-Montagne um den 5. Meisterschaftsrang. Und er bleibt gerade beim Volleyball. Beim Schweizer Verband amtet seit 6 Jahren der Oberwalliser Werner Augsburger als Geschäftsführer. Wir haben den Cup-Finaltag zu Freiburg genutzt für ein Interview mit ihm.
Der langjährige Liga- und Cup-Dominator Volero Zürich verlässt nach der aktuellen Saison die Schweiz und spielt künftig in Frankreich. Wie wird sich dieser Entscheid auf das Frauenvolleyball in der Schweiz auswirken? Ich glaube, das lachende und das weinende Auge. Das lachende Auge sind die anderen Klub, die müssen sagen, so jetzt gehen wir in die Hose. Jetzt haben wir eure Chance, Meister zu werden oder Cupsieger zu werden. Weil es ist nicht von Anfang an klar, wer das gewinnt. Und das weinende Auge, das ist klar, die Aufmerksamkeit von der Sportart wird ein bisschen leiden. Weil wir Volero verlieren, der regelmässig Champions League gespielt hat, der internationale Club-WM gespielt hat. Das ist natürlich schade, gibt es das nicht mehr. Aber die Spannung, die wir gewinnen in der Nationalliga-Meisterschaft, wird das hoffentlich aufwiegen. Der VBC Visp ist kürzlich in die Nationalliga B aufgestiegen. Ein Novum in der Geschichte des Oberwalliser Volleyballs. Was kann dieser Aufstieg für den Volleyballsport in Oberwallis auslösen? Ich darf einmal alle zusammen gratulieren, die dazu beigetragen haben. Ich glaube, das war fast ein 10-Jahres-Projekt. Viel Nachwuchsarbeit, sehr gute Nachwuchsarbeit geleistet. Und ja, wenn man jetzt sieht, dass da 300-400 Leute Fisch in der Halle waren, hat sicher eine Schuppe Junge, die begeistert sind, die sagen, ich gehe morgen Volleyball spielen. Also so eine Mannschaft, die aufsteigt in die zweithöchste Liga, wird ganz sicher etwas bewegen in der Begeisterung, in der Bevölkerung und in der Wahrnehmung der Sportart. Heute besteht die Nationalliga B aus zwei Gruppen an 8 Mannschaften. Auf die Saison 2019-2020 wird sie auf 12 Teams und eine Gruppe reduziert. Welche Rolle soll die zweithöchste Schweizer Liga in Zukunft einnehmen? Die eine hat die reine Ausbildungsliga-Welle, die andere hat die reine Vorzimmer von der Nationalliga-Welle. Und wir Schweizer sind ja Weltmeister, machen im Kompromiss schließen. Also hat man jetzt so einen Kompromiss gemacht, wo man sagt, ja, es soll eine Ausbildungsliga sein, aber ja, es soll ein Vorzimmer sein für die Klubs, die wirklich bereit sind, aufzusteigen. Das wird ein bisschen eine Gratwanderung sein. Es braucht auch einen Mentalitätswechsel bei den B-Clubs, wo die Clubs sagen, okay, wir wollen mehr trainieren, wir sind bereit, mehr zu reisen und wir wollen euch avisieren, dass wir irgendwann den Aufstieg in die Nationalliga anschaffen. Und da wollen wir den Club helfen, auf dem Weg einen Mentalitätssprung und einen Entwicklungssprung zu machen. Sie sind seit 6 Jahren als Geschäftsführer von Swiss Volley tätig. Wo steht der Schweizer Volleyball heute? Ich habe ja für das Hockey geschafft und wenn ich vergleiche mit Hockey, was im Mainstream ist, für das Volleyball müssen wir jeden Tag kämpfen um die Aufmerksamkeit. Wir machen es euch. Wir haben mit der SNG einen 5-Jahres-Vertrag, wir haben mit der Mobi eine Topscorer-Geschichte, die am Laufen ist. Aber so wie die Trainer euch, darf man als Verbandsdirektor eigentlich nie zufrieden sein. Wir wollen Gas geben, wir wollen mehr machen, wir wollen noch mehr Anerkennung, wir wollen noch mehr Beachtung. Und an dem arbeiten wir tagtäglich und probieren euch die Clubs zu motivieren. Wobei, dass wir klar sehen, für die Club ist es ganz, ganz schwierig. Die Clubs haben es nicht einfach und wir probieren die Clubs, die wir kennen, zu unterstützen. Aber wir können nie alle Aufgaben wegnehmen oder quasi anstelle des Clubs machen. Und damit sind wir am Ende von der Sendung Sport für Hina. Merci vielmals für eures Interesse und habt noch einen schönen Abend. Die Sportsendung ist auch von der Gruppe Mutuelle präsentiert. Versichert genau jetzt.